Ah, willkommen zu Alt und Verbittert 42. Mit dabei heute meine Wenigkeit und seine Wenigkeit, und seine Wenigkeit spricht heute nicht mit euch. Ist aber auch nicht so schlimm, sein Mikro klingt furchtbar. Seine Stimme auch. Und da ist er. Tag auch. Hi. Na, was geht ab? Die pure Lebensfreude. Ja. So. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Genau, Auf können wir jetzt Wiedersehen, ins bis zur Bett. nächsten Folge. Ich liege ja schon fast. Ach, hast du es gut. Ach, ich muss mich dran gewöhnen, dass ich den Knopf nicht drücken muss. Du weißt doch, bei mir musst du keine Knöpfe drücken. Ja, weil die euch Hebel ziehen. Und Zahnräder abschmieren, ja. Abschmieren. Ja, was hast du denn so seit unserer letzten Folge alles erlebt? Oh nein, ich will nicht alles wissen, nur das Schlechte. Nur das Schlechte. Tja, ich muss dich enttäuschen. Also echt unter den Voraussetzungen kann ich nicht mit dir arbeiten. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Gut. Bis dann. Ach, ach, ach. Bist du immer noch da? Gar nicht. Und du so? Ach, alles scheiße. Alles? Alles. Ich meine, Okay. der Sommer ist nicht so heiß wie letztes Jahr, Ja, ist doch schön. aber schwül ist er trotzdem. Wir könnten ja mal in Urlaub fahren. Ich werfe dir mal einen Link in den Chat. Oh, es hat platt Ich gemacht. habe nämlich seit unserer letzten Sendung hier einen Zettel liegen mit der Aufschrift Clown Motel. Nein. Nein. Clown-Motel Nevada. Und wenn du dir da die Benutzerfotos anguckst, Oi. vor allem sehr schön finde ich den Friedhof bei dem Hotel. Ja. Und überall diese ganz, ganz vielen Clowns, die überall stehen und überall an den Wänden hängen und. Ah. Also wenn man vorher kein ungutes Gefühl bei Clowns bekommen hat, dieser Ort könnte einem Abhilfe schaffen. Aber wenn du dann die Bilder, die Nutzerfotos weiter nach unten gehst, zum Beispiel dieser Clown da in diesem Käfig, hinten dran mit der amerikanischen Flagge. Sehr schön. Ach, ach, ach. Das ist ein Ein Hotel. Wunderbaum, der an einer Stahlkette über die Decke. Ach, ach, ach. Ja. Also, wenn mein Hotelzimmer einen Wunderbaum braucht, Es hat aber Free Internet. sogar das. Okay, die haben einfach alles, was sie irgendwie aufhängen konnten, entweder an Kabelbindern oder an Stahlketten aufgehängt. Zum Ja. Beispiel auch die Handtücher im Bad. Ja, wie man das macht. Das sieht wirklich aus, als würde ich da keine Nacht drin übernachten wollen. Hat überall wirklich diese Clowns, manche so also richtig normale Clowns, die sowieso schon gruselig sind, aber dann noch Clowns dabei, die. Allein aus Also, hygienischen Gründen schon. ja. Das ist ja seltsam. Und es scheint wirklich da genau gegenüber dieses alten Friedhofs zu liegen. Ah, na, zum Glück schon mal kein Indianerfriedhof. Ja, Clownfriedhof. Der Indianerfriedhof ist bestimmt der, auf dem das Motel errichtet wurde. Ja, ganz Amerika. Oh, ist das auch Klopapier auf einer Stahlkette? Ja, Ja. das ist das, was ich vorhin meinte, mit sogar die Handtücher. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ein Handtuch oder Klopapier ist, was eigentlich für beides kein gutes Prädikat ist. Ja. Das Hotel wollte ich dir zeigen. Ich fand das Ja, sehr toll. interessant.
Ach, ach, ach. Mehr habe ich aber auch nicht. Zählt zu den Orten, wo man sich dann doch denkt, ach, ich fahre lieber weiter. Ja. Ah, hier kann man gleich buchen. Yay. Also ich gucke mal die Bewertungen an. Vor allem die schlechten. Die schlechten sind immer lustig. Absolut grauenhaft. Wir haben nicht machen es im Zimmer. Was? Wir hatten einen späten Nacht-Check-In. Wir waren uns sagte, dass man den Schlüssel bei der Tür verlassen. Wir fuhren vor, wir bekamen den Schlüssel, drehten sich aber wieder um und dann haben wir gesehen. Es gab ein Porno-Video gefilmt in den Zimmern. Sie hatte die Türen weit offen, nackte Frauen zu Fuß auf dem Parkplatz. Der Manager in der Nacht zu beobachten war aus der Dreharbeiten. Unser Zimmer war vor allem das Los. Natürlich haben wir links ab. Das ist bestimmt übersetzt, oder? Das muss sein. Hoffentlich. Ich rief am nächsten Tag, um sicherzustellen, dass sie uns nicht berechnete. Ich sprach nicht, die Dame schien überrascht zu den Aktivitäten im Gange und nie entschuldigt. Wir mussten eine Stunde Fahrt entfernt, um ein anderes Zimmer und die Hälfte. Was ist, wenn jemand Kinder und Fuhren zu sehen? Es war schrecklich und, warte. Geschmacklos. Und geschmacklos, ja. Okay. Clown-Motel. Witz war für uns. Übernachten Sie nicht. Mein Zimmer war überflutet. Auch sehr schön. Oh Gott. Ich wohnte in diesem Hotel, weil es Spaß und auch interessant aussah. Aber einmal im Zimmer sah ich, warum es so billig war. Tote Insekten, schimmelige Badezimmer, Risseteppich, nicht funktionierende TV. Die Werke. Und zur Krönung des Ganzen der Butt. Okay. Ein Rohr, während ich schlief. Überschwemmung im gesamten Zimmer und Tiefe mein Gepäck. Das Aufstehen um 1 Uhr morgens zu Pie und Gefühl Wasser überall auf Boden war ein schreckliches Gefühl. Wenn Sie müssen sehen, dass es nur halt in Fotos zu machen und verbringen Sie Geld woanders aus. Finde ich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob der einfach nachts ins Bett gemacht hat. Das ist mit dem Pie. Oder ob wirklich ein Rohrbruch war. Und wenn er ins Bett gemacht hat, beeindruckend, dass ein Butt es geschafft hat, dort zu überleben. Wir können gar nicht glauben, TripAdvisor-Mitglieder gab dieser Ort 3,5 Sterne. Nach dem Lesen der Kritiken entschieden wir uns, dieses Hotel zu buchen, da unser Hauptkriterium ist, dass das Zimmer ist sauber. Dies war das dreckigste Zimmer, in dem wir je übernachtet haben. Der Teppich war ekelhaft. Das oberste Blatt auf eines der Betten roch es nach Erbrochenen und die Toilette hatte Durchfall auf der Innenseite Bowl. Es gab Ameisen in der Dusche floss. Ekelhaft brutto brutto. Wenn die Sauberkeit für Sie wichtig ist, dann sollten Sie hier nicht übernachten. Wir sind Clowning nicht herum. Das einzige Gute ist, dass er die Leute waren nett, aber die müssen Renovierung und sauber bis zum Ort. Ja. Ja, finde ich auch. Ich mag etwas eigenartig. Ja, mag ich auch. Ich weiß. Clowns stören mich nicht. Was für ein Narr. Ich es ihnen nichts ausmacht, ein Friedhof nebenan. Aber das Zimmer war beängstigend. Am Nachmittag angekommen, war Büro abgeschlossen mit einem Hinweis, keine Zimmer frei. Wir hatten eine im Voraus bezahlte Buchung. Nach circa einer halben Stunde, jemand fuhr und eröffnete den Büro. Das Zimmer war unglaublich. Schäbig, schmutzig. Decke blätterte ab. Die Schubladengriffe Schubladen waren entweder geschraubt oder geschlossen, hatten keine Ansicht. Wir schliefen in unserer Kleidung. Okay, es war billig, $42, aber wirklich, schade. Ich kann mir vorstellen, dass im Esstag es wäre ein Spaß haben. Da müssen wir unbedingt mal hin. Ich glaube auch. Aber nur, wenn wir unsere Geisterjäger-Ausrüstung dabei haben. Ja.
Es war ein Witz. Ich habe noch nie in einem Hotel wie diesem übernachtet habe. Abgelaufene aus Teppich müssen eine Farbe schlecht. Internet funktionierte nicht gut und es war etwas laut. Auf der positiven Seite ist zu vermerken, dass funktionierte die Heizung, das Bett war in Ordnung, der Fernseher funktionierte und es hatte einen Kühlschrank. Naja, siehst du. Immerhin. Ja. Naja, naja. Ich muss zugeben, der Zimmer ist sehr sauber. Aber es gibt Sperrholzverdeckte ein Loch in die Badezimmer. Einige Art von Klebeband. Weiter die Möbel aus Peeling. Der Teppich muss seine Grenzen. Eine Wand benötigt einen Anstrich, etc. Das Einzige, was hält das Hotel zu einem schrecklichen Bewertung, ist das Thema dieses Hotels. Die Clowns. Und sie sind neben einem 100 Jahre alten Friedhof. Ich empfehle Ihnen, diesen Film zu beobachten. Killer Clowns aus dem Weltraum zu bekommen, eine komplette Wirkung dieses Ortes. Killer Clowns aus dem Weltraum. Kennst du den nicht? Auch nach einem Film für uns. Killer Clowns from Outer Space, ein Klassiker. Echt jetzt? Ja, ja, wirklich. Ach Gott, ach Gott. YouTube, do your magic. Ich verstehe nicht, warum Ort ist unter der Rubrik Bed and Breakfast. Es gibt ein Bett, aber wo ist das Frühstück? Killer Clowns from Outer Space. Ja. Yeah. Tatsache. Natürlich. Da können wir den Stefan mal wieder einladen. Dann kannst du wieder schlafen. Yay. Ja, ich droppe da mal gerade was in den Dings. Gibt's als YouTube-Playlist. Ah, sehr schön. Ich meine, es wird dich nicht überraschen, ich habe ihn auf DVD. Na klar. Aber wir sollten uns diesen Link für den Gast merken. Mhm. Wenn ich schon in eurem Podcast immer leiden muss, finde ich, sollten wir dieses Leid auch weitergeben. Ja, leiden ist gut. So ähnlich. Kommt immer drauf an. Übrigens, der Freigabe des Films wurde im März 2018 eine Neuprüfung der FSK von 18 auf 12 Jahre herabgesetzt. Geil. Ach, ach. Und sonst so? Ach, meine Chili blüht wieder. Das ist schön. Die von letztem Jahr? Ja. Das ist schön. Die von diesem Jahr blühen noch nicht. Meine Tauben blühen auch. Das ist schön. Erzähl mal ein bisschen von denen. Nein. Okay. Okay, ich glaube, ich habe Podcast nicht verstanden. Das würden unsere Hörer das nicht wissen. Warum blühen deine Chili von diesem Jahr noch nicht? Was soll das? Die sind noch ein bisschen klein. Ach so. Die werden aber auch jetzt bald anfangen, denke ich. Prima, prima. Und ansonsten Garten. Ich habe vorhin mein Wildblumenbeet noch ein bisschen vergrößert. Wildblumen im Sinne von Rehrosen oder... Oder wilde Blumen? Wilde Blumen. Okay. Okay, auf der was Wiese. Ist gerade? Warte mal. Okay. Dim, 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 das klang nicht so, als sollte es da gerade dieses Geräusch geben. Entschuldigung, das war ich. Da bin ich wieder. Du machst lustige Knuspelgeräusche. Mach ich das? Ja. Warum? Weil du wieder die automatische Lautstärkeanhebung irgendwo anhast und sobald keiner was sagt, geht dein Mikropegel hoch und das Grundrauschen wird so laut, dass es klingt, als hätte jemand zwei Drähte an mein Gehirn angeschlossen und würde Strom dadurch schicken.
Meinst du? Ja. Da muss ich mal gucken. Nein. Doch, irgendwo. Ja, wahrscheinlich irgendwo, ich finde es aber nicht. Okay. Oh, es ist schon wieder gleich 3:30, ne? Oh. Wir hängen jetzt schon wieder seit 3 Stunden vor diesen Mikrofonen. Oh. Und reden mit Menschen. Oh. Wir, die wir doch so gerne mit Menschen reden. Ja. Zum Glück haben wir ja mit unserem neuen Konzept jetzt unter neuer Führung nicht mehr die Vorgabe 1 Stunde. Wir können ganz schnell aufhören. Okay, bis bald. Erst muss ich dir aber noch einen Link schicken. Okay, hallo. Mit einem Film, der vielleicht auch für uns geeignet ist. Also eher für den High Alarm, aber den gibt es nicht auf Deutsch, deswegen haben die ihn, glaube ich, auch nicht besprochen. Nein, ist es das, was ich denke, dass es ist? Es ist so unfassbar schlecht. Ich habe ihn die Tage gesehen. Es okay. Ah. Oh Gott. Und in diesem Trailer sieht es noch gut aus. Wie großartig. Es handelt sich um das filmische Meisterwerk Scharkenstein. Und Nazi-Wissen, natürlich sind es Nazi-Wissenschaftler, was denn sonst, haben einen ja, Frankenstein-Hai zusammengebaut. Die Schauspieler sind unfassbar schlecht. Ich meine, über die Geschichte brauchen wir nicht zu reden. Die Effekte sind so lächerlich, dass ich es besser hinkriegen würde. Der Hai hat Arme, oder? Ja, aber angenäht. Wie großartig. Ja. Das ist wirklich so ein Film, bei dem du dich fragst, warum? Ich möchte an dieser Stelle übrigens einen kleinen Querverweis machen. Oh. Das Album In the Court of the Crimson King ist eines der besten Alben so der Progressive Rock Geschichte, ja. So in den 69ern. Sollte man unbedingt mal hören. Finde ich auch. Ich mag das Album sehr. Wir verraten jetzt nicht, worauf wir querverweisen. Aber es läuft auch in diesem Kanal, wenn ihr jetzt über den Sammelgebiet hört. Gehen wir jetzt schlafen, Mami? Ja, Schatz. Gut. Hier hat sich in der Nähe auch vor 2 Wochen, glaube ich, jemand schlafen gelegt. Mhm. Ein 15-Jähriger, sturzbesoffen ins Gleisbett. Das klingt gar nicht klug. Und dann kam der Zug. Ja. Und der Zugfahrer konnte nicht mehr bremsen. Ja. Und hat dann natürlich sofort den Rettungsdienst gerufen. Ja. Und die haben den vollkommen unverletzten 15-Jährigen dann geweckt. Das darf nicht wahr sein. Ey, so ein Glück haben echt nur besoffen, oder? Ja, ja. Das darf nicht wahr sein. Ja, ja. Ich glaube, ich trinke zu wenig. Ich auch. Ganz doch. Nee, ich habe so viel Pech. Ach ja. Und jetzt? Oh. Ach, da muss ich noch was fertig machen. Fällt mir da gerade ein. Alles verkauft.
100.000 Mark weg. Elfriede. Elfriede, was kosten die Kondome? Was, Elfriede? Gute Frage. Ach. What? Ein Plastikbeutel mit Spätzleteig gefüllt. Ah, ja. Ja. Die man einfach so in den Topf drückt und hat man da schon fertig Spätzle. Nein. Nein. Eigentlich genial. Ja, aber nein. Also so rein vom Marketing her halt, ne? Ja, sicher. So, natürlich habe ich in meiner völligen Verwirrtheit vergessen, einkaufen zu gehen. Oh, aber heute ist eh Sonntag. Ja, du hast den Kern des Problems schon erfasst. Ich wollte mal den Kern des Pudels erfassen, hat er mich gebissen. Das glaube ich. Das macht man ja auch nicht. Nicht. Nee. Wie das wieder aussieht. Apropos, gibt es eigentlich irgendwas Neues von den Muppets? Ich überlege gerade, ich hatte irgendwo was mal gelesen. Wir haben nämlich schon lange nicht mehr über Muppets gesprochen. Es gibt ja bald eine neue Fraggles-Serie. Ach was. Oder gibt es die schon? Ich weiß es gar nicht. Würde ich mir auch angucken. Ja. Die Fraggles. Mal gucken. Reboot of Fraggle Rock has been ordered by Apple TV. Ach so. Ja. Also keine richtige Serie, sondern eine Apfelserie. Ja. Schade. Wobei, diese Schweine. Ja, mich nerven diese ganzen Serien für Streamingdienste. Okay. Ja. Weil mein Internet so schlecht ist. Ah, der Fötenschlumpf fängt an. Oh ja, mein Lieblingsschlumpf. La 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 la. Der Fetischschlumpf. Bester Schlumpf überhaupt. Ich habe ein Déjà-vu. Wenn er jetzt noch sagt, nein, nicht der Rüdiger, nicht der Rüdiger, dann hatten wir das schon mal. Nein, nicht der Rüdiger. Nicht der Rüdiger, das hatten wir schon mal. Ah, ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Wenn er jetzt sagt, nicht der Rüdiger, nicht der Rüdiger, dann hatten wir das schon mal. Nein, nicht der Rüdiger, nicht der Rüdiger, das hatten wir schon mal. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu.
Wenn er jetzt sagt, nicht der Rüdiger, nicht der Rüdiger, dann hatten wir das schon mal. Nicht der Rüdiger. Nicht der Rüdiger. Wir hatten das schon mal. Habe ich was verpasst? Nein, alles gut. Ich habe mich gerade mit unseren Hörern über Déjà-vus unterhalten. Ah. Wusstest du, dass ein Fraggle in The Muppets Wizard of Oz als fliegender Affe auftaucht? Das ist ja cool. Ist ja schön, dass der auch nach seiner eigenen Serie noch eine Karriere hat. So, und weil es Spaß macht, klicke ich jetzt mal auf die Wikipedia-Kategorie Canadian Television Programs Featuring Anthropomorphic Characters. Okay. Und da gehe ich mal da drauf. Und bin jetzt auf Polka-Dot-Shorts. Langweilig. So, Boomafu heißt eine Serie. Glaubt vielleicht, das wäre ein normaler Podcast. Aber eigentlich